Hier ist Pammy von Pammy Style aus Hamburg. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich mir eine neue Spellbinders Stand- und Prägemaschine gekauft habe, nämlich die Platinum 6 in Größe DIN A5. Die gibt es auch noch größer in DIN A4. Ich habe sie mir bei Sandras Bastelladen gekauft für einen unschlagbaren Preis von nicht mal 112 Euro inklusive Versand. Und jetzt packen wir sie mal zusammen aus. Ich bin schon sehr gespannt. Was da alles so drin steckt. Jetzt muss ich sie mal hochkant nehmen. Derweil kann ich mir hier auch noch mal den Karton genauer angucken. Paper and Mixed Media, Home Decor, Fabric Arts. Also man kann damit natürlich so wie mit der Big Shot auch alle möglichen Materialien schneiden. Und man kann, das ist neu, auch die Bics von Sizzix damit schneiden. Das sind diese dicken Standschablonen, von denen ich jetzt im letzten Monat auch einige angeschafft habe. Hier nochmal so eine kurze Erklärung. Hier sieht man sie von oben. Okay. Schneidet bis zu 6 Schichten in einem Durchgang. So, hier ist erstmal die Anleitung mit drin. Sorry, es wird kurz laut. Also die Anleitung. Dann die Embossingplatte. Das ist so eine harte Plastikmatte. Dann, das ist glaube ich so eine die Prägematte, wenn ich mich nicht alles täuscht. 2 Schneideplatten sehen aus wie bei der Big Shot. Und die Spellbinders Plattform, auch die sieht aus wie die von der Sizzix. Teste ich nachher mal, gucke ich nachher mal, ob die genau gleich breit ist. Aber ich denke, es ist immer besser, wenn man die Originalmaschine mit den Original-Dies verwendet. Also gerade bei Spellbinders. Wenn man jetzt die Sizzix Standschablonen durch die Spellbinder lässt, ist es vielleicht nochmal was anderes. Das werde ich ja alles noch testen. Aber diese Spellbinder Stands- und Prägeschablonen sind doch etwas anders. Und ich habe natürlich jetzt in der letzten Woche, wo ich die Stanzschablonen von Spellbinders entdeckt habe, das auch versucht und das hat auch gut funktioniert. Ich habe ja einige Sachen, schöne Sachen gebastelt, aber die Maschine ist einfach besser, weil man wirklich in einem stanzen und prägen kann. Und mit der Big Shot musste ich da immer 2 Durchgänge machen und dann, das war einfach mir zu kompliziert. Denn mein Motto lautet ja schnell und einfach. So, jetzt gucke ich mal, ob das auf Deutsch, das ist auch hier, Französisch, Englisch. Super. Und Spanisch und Niederländisch ist auch da. Super. So, dann geht es jetzt hier mal weiter. Styropor. Hier ist der Griff. Das ist das schöne Stück. Und die ist im Vergleich zur Big Shot. Also ein bisschen schwerer. Ich weiß nicht, ob sie doppelt so schwer ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber sie ist auf jeden Fall
ein gutes Stück schwerer. So, dann habe ich hier noch einen Griff. Aha. Keine Teilchen verlieren. Der kommt nachher hier hin. Das hier finde ich ganz praktisch. Kann man gut anheben. Jetzt will ich unten mal gucken. Ja, die hat vier so, auch so Gummis, wie die bei der Big Shot auch. Und da steht die auch wirklich sehr fest. Jetzt gucken wir mal, wie das geht. Anbringung der Kurbel. So. Ah, der flache. Das hat hier so eine flache Stelle an dem Kreis. Der soll... Die schreiben hier, dass der Metallstutzen über zwei flache Stellen verfügt. Okay, jetzt gehe ich mal zur englischen Anleitung. Ne, da steht auch, dass er zwei flache Seiten hat. Aber hat er nicht. Er hat nur eine flache Seite. Hier und hier. Naja, ist vielleicht irgendwie... Ist ja manchmal so, dass sie das falsch übersetzen bzw. auch falsch schreiben. So, jetzt passen wir das mal an. Das muss an die Seite, an die rechte. So, jetzt kann man den einfach hier reinschieben. Dann die Unterlegscheibe auf die Schraube. Und dann die Schraube in die Kurbel. Super, festdrehen. So, das macht einen ganz guten Eindruck hier. Ich habe schon gesehen in Videos, die darf also sich ein bisschen bewegen. Und ich habe sie jetzt schön stramm gezogen. So, und das Gute ist auch, hier ist gleich so ein Sechskant-Schraubschlüssel dabei. Das ist ein bisschen einfachere Methode, denn die Big Shot hat einen Torch-Schraubenschlüssel. Das ist nochmal so ein sternförmig nach innen gefrästes Muster, sage ich jetzt mal. Und da musste ich erstmal ein extra Werkzeug organisieren, um diese Schraube wieder nachzuziehen. Denn ab und zu löst sie sich. Weiß ich nicht, ob es bei der auch so sein wird. Aber bei der Big Shot war das so. So, jetzt ziehe ich mal das Fach raus. Super, wie Sie hören, hören Sie nichts. Da habe ich nämlich auch ein Video gesehen gestern, da hat das so laut geknackt und die Dame hat sich selber gefragt, ob das wohl so richtig ist. Offensichtlich nicht, denn hier knackst gar nichts. Super. Wunderbar. Schönes Teil, ich freue mich drauf, damit zu arbeiten. Ich werde mich jetzt erstmal hier noch ein bisschen reinlesen. Und den kreativen Prozess vorbereiten, ein Sandwich erstellen und all diese Dinge machen. Und dann sehen wir uns wieder und dann stanze ich mal zusammen mit euch. Bis gleich. Tschüss.